Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Wackiger Zocken und dem Sonic Generations Boss Guide. Was ihr hier seht, ist ein kleines Menü für euch, damit ihr auf dem direkten Wege zu eurem Boss kommt, den ihr besiegen wollt. Ihr müsst einfach auf einen kleinen Boss klicken und ihr werdet direkt zu ihm befördert. Ihr habt bis jetzt keine Wahl getroffen? Okay, dann legen wir los. Viel Spaß! Dann beginnen wir mal mit Sonics bösen und metallischen Ebenbild, Metal Sonic. Dieser Boss ist eigentlich, nachdem man ihn verstanden hat, ziemlich einfach. Sobald die kleine Sequenz beendet ist und der kleine dicke Igel seine Füße auf dem Asphalt bewegt, können wir beginnen, den Metallschrott zu seinen Verwandten zu schicken. Direkt am Beginn des Kampfes umschließt sich Metal Sonic mit Blitzen und fliegt auf uns zu. Jetzt ist er für kurze Zeit angreifbar und wir können ihm mit einem Sprung Schaden zufügen. Weil er das natürlich gar nicht gut findet, lädt er seine Elektrokraft auf und vergisst dabei, dass er während er seine Kraft auflädt ebenfalls angreifbar für uns ist. Da er ziemlich gefrustet ist, weil wir schon zwei Beulen in sein Metallkleid gehauen haben, fängt er an, Straßenlaternen auf uns zu schmeißen, denen wir einfach ausweichen müssen. Ist diese Angriffsphase ebenfalls beendet, können wir ihm wieder die dritte Beule reinhauen. Verzweifelt macht er einen weiteren Kugelblitzangriff und versucht uns zu treffen. Nun ist er wieder angreifbar und wir schießen ihn in einer nachfolgenden Sequenz in die Luft und wir können mit einem Knall zum nächsten Boss übergehen. Der zweite Boss ist ebenfalls ein Fall für den Schrottplatz. Death Egg Robot. Der Dr. Eggman Blechnachbau ist ein wenig kniffliger. Am Anfang des Kampfes muss man seinem Greifarm ausweichen und in dem Moment, wo der große Roboter versucht auf uns zu springen, müssen wir hinter ihm laufen, damit sein Hinterteil frei für unseren Angriff ist. Nachdem man dies ein zweites Mal getan hat, springt das metallische Ungetüm hoch und metallische Bodenplatten erheben sich. Jetzt muss man versuchen, seine Greifarmangriffe auf Minen zu lenken, die durch einen Druck auf den blauen Schaltern erscheinen. Hat man dies geschafft, kann man rollenderweise seinen Arm heraufklettern und auf seinem Kopf springen. Man sollte natürlich aufpassen, dass man selber keinen Schaden an den Minen nimmt. Man springt dann auch ein weiteres Mal auf seinen Kopf und die Blechkiste fängt an zu brutzeln, legt sich auf die Seite und detoniert. Natürlich darf der dunkle, arrogante Sonic-Klon nicht fehlen. Shadow the Hedgehog. Dieser Boss bzw. Herausforderer ist meiner Meinung nach der längste und nervigste Boss in der Sonic-Geschichte. Die Strategie bei diesem dunklen Kollegen ist es, die rosanen Kugeln vor ihm zu erreichen. Warum die Kugeln ausgerechnet rosa sein müssen, ist mir bis heute noch ein Rätsel. Hat Shadow es vor uns geschafft, zwei von den rosanen Dingern zu sammeln, macht er einen auf Son Goku und greift uns mit Chaos Control an. Sind wir jedoch schneller Besitzer zwei solcher Kugeln, werden wir in einem rosanen Schleier gehüllt und müssen versuchen, mit Treffer auf die Meteoriten Shadow zu verlangsamen, damit wir ihm mit unserer jetzigen Geschwindigkeit schaden können. Schaffen wir es jedoch nicht und lassen den ein oder anderen Meteoriten aus, ist Shadow zu schnell und wir können den Mist wiederholen. Wie man das an der Zeit erkennen kann, ist es nicht an den Haaren herbeigezogen. Hat man es endlich geschafft, alle Meteoriten zu treffen und Shadow so verlangsamt, dass man ihn den Marsch blasen kann, fliegt er kurz in die Luft, fällt zu Boden und ist kampfunfähig. Jetzt kann der vierte Boss erledigt werden. Dann kommen wir mal zu meinem Lieblingsboss in diesem Spiel. Perfect Chaos. Diese aus Sonic DX bekannte Wasserschlange ist an sich ziemlich schwierig. In der Anfangsphase dieses Bosses müssen wir als erstes in der Sicht von der Seite den Angriffen der großen Wasserschlange ausweichen und den Weg entlang laufen, bis die Kamera sich dreht und wir in der 3D-Sicht uns zum Boss bewegen können. Mit dauerhaftes Drücken der X-Taste läuft Sonic mit Turbo auf den Boss zu und wir haben den Wasservieh das erste Mal Schaden zugefügt. Nun müssen wir wieder in der Seitenansicht zu dem Boss gelangen, was aber durch die dauerhaften Angriffe von der kaputten Straßenlandschaft nicht so einfach ist. Haben wir den 2D-Bereich erfolgreich absolviert, müssen wir mit Hilfe einer Sprungfeder in Richtung des Monsters springen und mit einem Druck auf dem A-Knopf dem Boss einen weiteren Schaden zufügen. Jetzt einfach mit dauerhaftem Turbo dem Vieh entgegenlaufen und wir haben ihm zum dritten Mal wehgetan. Jetzt wird's hart. Perfect Chaos ist so gereist, dass es mit seinen Kräften einzelne Straßenteile zum Schweben bringt. Auf diesen schwebenden Straßenteilen müssen wir uns fortbewegen, um zum Boss zu gelangen. In der Zeit zerstört das Mistvieh die Straßen und greift uns nebenbei an.
Haben wir es geschafft, durch die roten Ringe zu springen und zu den letzten Sprungfedern zu gelangen, können wir mit einem Verfolgungsangriff der Wasserschlange den letzten Schlag verpassen. Nun kreischt das Ding ein bisschen rum und geht unter. Nun kommen wir zu einem Kollegen, der nichts Besseres zu tun hat, als uns mit Autos zu bewerfen. Selva the Hatcher. Dieser weiße Müllhalden-Fan ist folgendermaßen zu besiegen. Sobald er anfängt, mit seiner Kraft Autos und Schrott schweben zu lassen, müssen wir mit Hilfe des Verfolgungsangriffes zu Selva gelangen, um ihn einen aufs Fressbrett zu verpassen. Haben wir dies getan, schnappt Selva sich drei Felle für die Müllpresse und will uns mit denen erschlagen. Wir müssen in dem Moment einfach nur ausweichen. Jetzt dreht er richtig durch. Er nimmt sich so viel Schrott, als wäre er der fünfte von den Ludolfs und baut daraus eine Art Rampe. Wir müssen auf den Schrotthaufen springen und schnell Selva wehtun. Wenn man die ganze Schweberei, Ausweicherei und Springerei zweimal noch wiederholt hat, schnappt sich Selva einen riesigen Schrottklump und lässt ihn auf uns zurollen. Wir müssen nun vor der rollenden Bedrohung weglaufen und nebenbei den Angriffen von unserem weißen Boss ausweichen. Sobald die grüne Markierung auf ihm erscheint, müssen wir einen Verfolgungsangriff vollziehen und Selva von seinem eigenen Hab und Gut platt machen lassen. Der vorletzte Boss ist alles andere als ein einfacher Zeitgenosse. Egg Dragoon. Diese fliegende, von Dr. Eggman gesteuerte Blechbüchse muss auch in verschiedenen Phasen besiegt werden. In der ersten Phase müssen wir Eggdragoons Eis- und Feuerangriffen ausweichen, bis wir nah genug an ihn rankommen. Sind wir in greifbarer Nähe, wechselt die Kamera in die 2D-Sicht und wir müssen weiterhin seinen Eisangriffen ausweichen. Nach einiger Zeit vollzieht er einen selbsternannten Tempowechsel. Jetzt muss man so lange einen Walljump machen und sich nicht von den Strahlen treffen lassen, bis die grüne Markierung erscheint und man wieder einen Verfolgungsangriff machen kann. Wiederholt man diese Phase ein paar Male, verzieht sich das fliegende Metallgedöns in ein Portal und wir müssen hinterher. Sogleich fallen wir mit Ektogun eine Art Röhre herunter und müssen mit abwechselndes Tippen der L- und R-Taste seinen Bohrarmangriffen ausweichen, bis wieder eine grüne Markierung erscheint und wir durch ein weiteres Portal fallen. Ab diesem Punkt müssen wir den ganzen Kram nochmal wiederholen und wir haben den vorletzten Boss zur Strecke gebracht. Man glaubt es kaum, aber dieser Boss ist der einfachste Boss in Sonic Generations. Time Eater. Zum Verständnis. Wir haben in der vorherigen Sequenz uns von dem Schattenmonster platt machen lassen und sind durch die Kraft der 7 Chaos Emeralds in den Super Sonic Duo mutiert. Über die Ähnlichkeit der Serie Dragon Ball lässt sich streiten. Naja, kommen wir mal zu der Vorgehensweise dieses Bosses. Dieser Boss ist in der 2D und in der 3D-Sicht zu besiegen, wo ich allerdings die 3D-Sicht empfehle, da man in der 2D-Sicht wenig Überblick hat. Eigentlich müssen wir einfach im goldenen Duett der Kreatur durch die fliegenden Ringe hinterherfliegen, bis wir nah genug an den vierarmigen Schatten rankommen. Kann der Verfolgungsangriff ausgeführt werden, müssen wir den A-Knopf gedrückt halten, bis aus dem Boss eine Menge goldene Ringe fliegen. Dieses Spiel geht einfach paar Mal weiter. Das einzige, was sich irgendwann zu den anderen Sachen unterscheidet, ist, dass Time Eater zwischendurch einen auf Slow Motion macht. Haben wir ihm irgendwann genug Schaden zugefügt, bündelt Time Eater seine letzte Kraft und lässt seine große Genki-Dama-ähnliche Feuerkugel entstehen, die wir einfach durch gedrückt haltende L- und R-Taste durchdringen müssen und den Kern des Monsters zerstören. So Leute, das war der Sonic Generations Boss Guide. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt gelernt, wie ihr die miesen Endgegner besiegt. Viel Erfolg beim Nachmachen. Das war's von mir und auf Wiedersehen, euer Wackiger Zocken. Oh.